Der Apostel Paulus sagt, jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Das hat eine Logik in sich. Die Zeit schreitet voran. Wir wurden zu einer bestimmten Zeit gläubig und das Heil naht in größerer Fülle. Ja, Tag für Tag kommen wir der Vervollkommnung, der vollkommenen Wandlung näher. Einerseits gehen wir dem Herrn entgegen, wir lassen uns immer tiefer ein auf die Gemeinschaft mit ihm, wir wollen immer mehr uns abstimmen auf seine Lebensweise, also wir nähern uns dem Herrn. Andererseits kommt er uns näher. Einerseits im Heiligen Geist, in der Gnade, aber auch zeitlich. Die Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit wird kommen. Wir wissen nicht genau, wann und wie das aussehen wird. Manche meinen, es sei sehr bald so, aber das meinte man auch vor 2000 Jahren. Also wir wissen nicht, wann er kommt, wir wissen, dass er kommt. Und es wird sich verwirklichen, was Jesus hier angekündigt hat, nämlich, dass Menschen, die zusammenleben, dann plötzlich nicht mehr miteinander leben, denn der eine wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. Jesus ist zu allen Menschen gekommen und irgendwie kann jeder Mensch mehr und mehr Jesus kennenlernen und Jesus und Gott, sie nehmen Rücksicht auf jene, die noch nicht die frohe Botschaft gehört haben, die noch nicht zur Einsicht kommen konnten. Wir gehören zu jenen, die zur Einsicht gekommen sind. Also, die Rede ist von denen, die grundsätzlich Bescheid wissen und die das Angebot Gottes durch Jesus tatsächlich kennengelernt haben. Diejenigen, die das Angebot Gottes in Jesus kennenlernen, sind in der Wahlsituation und können sich für die Lebensgemeinschaft mit Jesus entscheiden. Eine Lebensgemeinschaft, die immer tiefer wird, die immer mehr eine Angleichung an Jesus zur Folge hat. Also in dieser Welt aktuell trifft der Mensch die Wahl. Er kann die Gemeinschaft mit Jesus wählen. Später wird Jesus wählen. Er entscheidet, wer mitgenommen wird und wer zurückgelassen wird. Mitgenommen werden heißt, die volle Herrlichkeit des Himmels erleben dürfen, auf ewig. Natürlich beten wir das darum, dass jeder mitgenommen wird, dass sich jeder mitnehmen lässt. Und dieses Mitnehmen lassen beginnt in dieser Welt, in dieser Zeit, vertieft sich heute und morgen intensiver, bewusster in die Nachfolge Jesu eintreten. Das ist der Lebensauftrag an jeden Menschen. Und es war der Apostel Paulus, der sagt, jetzt ist nicht mehr Zeit für Unzucht, für maßloses Essen und Trinken, für Ausschweifung. Es ist nicht mehr die Zeit für Streit und Eifersucht. Vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an. Also, er verwendet das Bild. Wir können uns praktisch
im Geiste mit dem Leben Jesu bekleiden. Wir können das Leben Jesu in uns haben. Wir haben gehört, dass eine Zeit kommen soll. Der Prophet Jesaja hat es schon 550 Jahre vor der Geburt Jesu angekündigt. Eine Zeit soll kommen, in welcher die Nationen, die verschiedenen Völker gut zusammenleben, und in dieser Zeit werden die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet und die Lanzen zu Winzermessern. Und es wird keinen Krieg mehr geben. Wir merken, dass diese Zeit noch nicht da ist. Im Großen und im Kleinen gibt es Kriegssituationen. Und was Russland und Ukraine betrifft, da betrifft es auch und gerade solche, die sich auch Christen nennen. Und wir müssen sehen, dass auch Christen noch nicht die volle Fähigkeit zum guten Miteinander, zum Frieden haben. Vermutlich ist Christus noch nicht genügend in den Herzen all jener angekommen, die das Leben noch nicht so gestalten, wie es Jesus erwartet. Der Apostel Paulus, einer, der gestritten hat, der gekämpft hat, nicht nur mit anderen Menschen, sondern mit Christus selbst, er ist spät zur Einsicht gekommen und warnt jetzt davor, dass eben unnötig Zeit verloren wird mit Streitereien. Seinem Schüler Timotheus und uns sagt er, dass es Menschen gibt, die von der gesunden Lehre abweichen und eine gewisse Verblendung gegeben ist. Und solche, sagt er, verstehen nichts. Sie sind krank vor lauter Auseinandersetzungen und Wortgefechten. Und dieses führt zu Neid, Streit, Verleumdung, zu üblen Verdächtigungen und Gezänk unter den Menschen. Und er ruft weiter den Timotheus auf und sagt: Ruf ihnen ins Gedächtnis, sich nicht um Worte zu streiten. Das ist unnütz und führt die Zuhörer nur ins Verderben. Dem gottlosen Geschwätz aber geh aus dem Weg und lass dich nicht auf törichte, unsinnige Auseinandersetzungen ein. Du weißt, dass sie nur Streitereien hervorbringen. So schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus. Sie können es, und ich lade herzlich dazu ein, nachlesen, weil das sehr praktische Anweisungen sind. Nun, Jesus selbst hat es in dieser Welt nicht leicht gehabt. Er wurde bestritten, er wurde bekämpft und er wurde am Kreuz getötet. Das ist die extremste Form von Streit. Und es muss in dieser Welt Klarheit geschaffen werden, was entspricht der Liebe, was ist gegen die Liebe, was entspricht der Wahrheit, was ist Lüge, was dient dem Leben, was gefährdet, bedroht oder vernichtet das Leben. Also Jesus hat da Klarheit in die Welt gebracht und er hat den Preis dafür bezahlt am Karfreitag. Wir haben den Auftrag, uns an der Klarheit Jesu zu orientieren. Und ich zitiere den Bischof Gregor von Nazianz. Im 4. Jahrhundert lebte er. Der hat eben einem befreundeten anderen Bischof geschrieben Folgendes: Wären wir nur alle darin mit mir einig,
dass die unruhige Geschäftigkeit den Gemeinden nur schadet. Der Glaube geht in die Brüche, wenn er als Deckmantel für die ehrgeizige Rechthaberei der Einzelnen dienen muss. Die Gefahr ist sehr groß, dass wir durch Glaubensthemen immer wieder zum Streiten kommen. Und das ist nicht das Ziel. Kann manchmal der Weg sein, aber nur Streiten kann ein Indiz dafür sein, dass wir Christus zu wenig verstanden haben. Edith Stein, die auch spät, aber doch zu Christus gefunden hat, sagt: Ich hatte es gelernt, dass man Menschen nur selten bessert, indem man ihnen die Wahrheit sagt. Das kann nur helfen, wenn sie selbst das ernste Verlangen haben, besser zu werden. Und wenn sie einem das Recht zur Kritik einräumen. Auf die Gottesbeziehung bezogen, bedeutet das, ein Mensch, der in der Umkehrhaltung leben will, der stets bereit ist, sich besser einzustellen auf Christus, der ist fähig für einen guten Dialog, der lässt sich etwas sagen, da fällt das Wort Gottes und das Menschenwort auf einen fruchtbaren Boden. Einzig wenn die Beziehung des Einzelnen zu Jesus gewollt und vertieft wird, können die Christen einen gemeinsamen Weg gehen. Wenn nicht Christus das letzte Wort hat in jedem Gespräch, bleibt jedes Bemühen fruchtlos. Ganz zum Abschluss, der deutsche Dichter Otto Ludwig hat gesagt: Der Mensch soll nicht sorgen, dass er in den Himmel, sondern dass der Himmel in ihm komme. Also, das wäre das Adventthema: den Himmel in uns ankommen lassen. Und dann werden die Gemeinschaften, dann wird das Miteinander ein gutes Miteinander. Amen. So spricht der Herr: Ich bin dein Licht und dein Heil. So wünsche ich Ihnen, dass Sie eine gute Adventzeit haben mit genügend Ruhe, genügend Stille, genügend Besinnung und dass Sie gut sortieren, wofür Sie Ihre Zeit, Ihre Kraft, Ihre Aufmerksamkeit einsetzen und streiten, wenn es unbedingt notwendig ist, vor allem wenn es um seelische Gesundheit geht. Die Seele darf auf keinen Fall Schaden erleiden. Das rät und befiehlt uns Jesus. Dort müssen wir streiten, wo die Seele, das Herz krank werden könnte.